Euro Trading Selk, Genzi Selzank, Genzi Autor D Selzank, Genzi Kaumstand der Rettungsplan für Gre unbekanntes Zeichen Kinland. Schon gab es eine neue Hiobsbotschaft. Nach der Herabstufung griechischer Anleihen auf Jungband unbekanntes Zeichenniveau durch S&P wurde im Mai auch die Kreditwürdigkeit Spaniens von den Ratingagenturen Fitch und S&P um je eine Bonitätsstufe herabgestuft. Damit sind spanische Anleihen zwar noch im unbekanntes Zeichen mehr weit von einem Jungbandstatus entfernt, doch für die Spanier wird es trotzdem in Zukunft schwieriger und vor allem teurer, sich auf dem international unbekanntes Zeichennalen Finanzmarkt mit frischem Kapital zu versorgen. Mit den Herabstufungen durch die Agenturen ist auch die Angst um den Euro auf das Börsenparkett zurückgekehrt. Denn das südwesteuropäische Land ist ein wichtiges Mitglied der Europäischen Union. Gab es im Falle Griechenlands noch Politiker in Brüssel, die einen raus unbekanntes Zeichenwurf der Athener aus dem Euroverbund nicht endgültig ausschließen wollten, fair unbekanntes Zeichen bieten sich derartige Überlegungen im Falle Spaniens. Mit einem Bruttoinlands unbekanntes Zeichenprodukt von deutlich über 1,0 Billion Euro ist die spanische Volkswirtschaft, sie ist die achtgrößte der Welt, ungleich je unbekanntes Zeichen wichtiger für die EU als die nur rund 240 Milliarden Euro leichte Ökonomie der Griechen. Anders als beispielsweise deutsch unbekanntes Zeichenland muss sich Spanien mit den Folgen einer geplatzten Immobilienblase aus unbekanntes Zeichen einandersetzen. Im März lagen die Eigenheimpreise in Spanien um 40 pro unbekanntes Zeichen Cent unter dem Vorjahres unbekanntes Zeichen Wert. Die Zahl der neu unbekanntes Zeichen Migenkredite hat sich in den vergangenen 12 Monaten verdoppelt, weshalb insbesondere die spanischen Sparkassen unter Druck geraten sind. Mit Fusionen versuchen sich die bedrängten Institute zu helfen. Sie sollen ins wie unbekanntes Zeichen stehen Schwierigkeiten haben, sich an den internationalen Kapitalmärkten zu refinanzieren und nehmen daher fair unbekanntes Zeichen stärkt die Liquidität der EZB in Anspruch. Weil auch der private Konsum und die Industrieproduktion rückläufig sind, Euro unbekanntes Zeichen diert die wirtschaftliche Basis, die für die Refinanzierung der spanischen Schulden benötigt wird. Die Staatsverschuldung ist in Spanien mit 65% im Jahr 2010 vergleichsweise mäßig. Sorgen bereitet den Investoren die Verschuldung des Privatsektors. Müssten die spanischen Sparkassen vom Staat g unbekanntes Zeichen rettet werden, würde sich auch die staatsunbekanntes Zeichenverschuldung mit einem Schlag deutlich erhöhen. Der Abschreibungsbedarf der spanischen Finanzinstitute soll bis zu 123 Milliarden Euro betra unbekanntes Zeichen gehen, das wären knapp 12% des für 2010 g unbekanntes Zeichen schätzten spanischen BIP. Die spanische Regierung hat zwar einen Bankenrettungsfonds in Höhe von rund 100 Milliarden Euro auf unbekanntes Zeichen gelegt, doch davon sind laut spanischen Presseberichten erst 12 Milliarden Euro finanziert. Den Rest müsste das Land am Kapitalmarkt aufnehmen. Befürchtet werden daher Ansteckungseffekte von der privaten auf die staatliche Seite. Dann könnte sich die bislang an sich noch recht günstige Lage bei den Staatsschulden mit einem Mal deutlich verschärfen. Euro bleibt auf absehbare Zeit schwach. Damit wird zugleich deutlich, dass der Euro auch auf mittlere Sicht unruhigen Zeiten entgegengeht. Während sich für die USA angesichts verbesserter Konjunkturdaten Zinserhöhungen Abzeichen unbekanntes Zeichen nehmen, wird die EZB aller Voraussicht nach länger auf dem extrem niedrigen Zins unbekanntes Zeichenniveau bleiben. Der Euro dürfte daher selbst dann zur Schwäche neigen, wenn sich die Schuldenkrise im Euroland nicht weiter verschärft. Nichts ist ausgeschlossen. Doch eine weitere Zuspitzung der Krise ist nicht ausgeschlossen. Sollten eines Tages die europäischen Krisennationen Spar unbekanntes Zeichen nehmen, Portugal, Italien und Irland ähnliche Rettungspakete in Anspruch nehmen müssen wie die Griechen, würde die Eurozone spätestens dann an ihre leistunbekanntes Zeichentumsgrenzen stoßen. Experten rechnen in diesem Fall mit einem anstehenden Refinanzierungsbedarf von über 1,0 Bill unbekanntes Zeichen Lion Euro. Woher dieses Geld kommen könnte, steht in den Sternen. Die jüngst zur Konsolidierung der Staatshaushalte verabschiedeten Sparunbekanntes Zeichenprogramme nicht nur in Madrid, Lissabon, Rom und Athen,
sondern auch in London und Berlin tragen die Gefahr einer erneuten Bekanntes-Zeichen-Rezession in sich. Zur Bekämpfung der Finanz- und Wirtschaftskrise wurden seit 2008 die Staatsausgaben nämlich Straß und bekanntes Zeichentisch erhöht, um die einbrechende nach und bekanntes Zeichenfrage der Konsumenten und der Indus und bekanntes Zeichentri zumindest zum Teil zu kompensieren. Nun sollen diese Ausgaben zurückgefahren werden. Die Frage lautet nun, ist die Nachfrage der Verbraucher und der Indus und bekanntes Zeichentri schon wieder so robust, dass sie die Staatsausgaben ersetzen können? Rückfall in die Rezession? Und genau das, so glauben viele Experten, ist ab unbekanntes Zeichen solut nicht der Fall. Ganz im Gegenteil, die Finanz- und Wirtschaftskrise hat die Verbraucher und die Unternehmen sehr vorsichtig werden lassen. Beim kleinsten Anzeichen einer konjunkturellen Abkühl unbekanntes Zeichenlung, so die Befürchtung, igeln sie sich erneut ein. Eine Entwicklung, die nicht weiter verwunderlich wäre, schöpfen die Sparprogramme doch hauptsächlich Kaufkraft der Bevölkerung ab. Durch eine daraus entstehende Rezession würden aber die Löcher in den Staatshaushalt unbekanntes Zeichen Kling noch größer werden. Schon jetzt paar unbekanntes Zeichen Ren die Deutschen so viel wie seit 17 Jahren unbekanntes Zeichen Ren nicht mehr. Im Schnitt liegen die dort unbekanntes Zeichen stehen Verbraucher 15,2% ihres verfügbaren Einkommens auf die hohe Kante Geld, das dem Konsum entzogen wird. So fiel der GfK-Konsumklima-Index im Juni auf 3,5 Punkte von 3,7 Zählern im Vormonat. Vor allem größere Anschaffungen unbekanntes Zeichen gehen verschieben die Konsumenten erst einmal bis auf weiteres. Auf der Suche nach einem Exit. Wer unbekanntes Zeichen rennt also die Aussichten für die kaum unbekanntes Zeichen wenden Jahre alles andere als gut sind, wird in der Fachwelt hitzig darüber dies unbekanntes Zeichen kutiert, wie man den Fall Griechenlands hätte verhindern können. Eine möglich unbekanntes Zeichenkeit wäre gewesen, den Ländern, die Schwierigkeiten haben, eine vernünftige Exit-Strategie anzubieten, etwa in Form einer Schuldenübernahme, Bailout, und Schrägstrich oder eines geordneten Rückzugs aus dem Euroverbund. Das einzig Sinnvolle wäre, wenn Griechenland aus dem Euro unbekanntes Zeichenraum ausgeschlossen und in die geordnete unbekanntes Zeichennähte Insolvenz gehen würde, lautet etwa die Forderung von Peter E. Huber, Mana unbekanntes Zeichen Gär des Rentenfonds Star Capital Band unbekanntes Zeichen Value. Über eine solche Exit-Strategie wurde lange Zeit aber gar nicht nachgedacht. Und laut Maastricht-Vertrag ist sie auch gar nicht vorgesehen. Weder kann ein Euro-Mitgliedsland ausgeschlossen werden noch dürfen die Euro-Staaten für die Schulden eines anderen Euro-Staates einstehen. Rein rechtlich gesehen sind die nun erfolgten Kreditzusagen an Griechen unbekanntes Zeichenland daher auch höchst umstritten. Kritiker sagen, sie verstoßen gegen geltendes EU-Recht, weil sie faktisch auf eine Schuldenübernahme hinauslaufen. Dabei ist auch eine solche Schuldenübernahme alles andere als ein sicherer Weg aus der Krise. Denn was tun, wenn die Schuldenübernehmer, hier vor allem Deutschland, selbst eines Tages Hilfe brauchen? Wer soll dann einspringen? Und vor allem, was tun, wenn Athen die Schuldenübernahme als Freibrief für weil unbekanntes Zeichen Terres Schulden machen missversteht, frei nach dem Motto man wird uns schon helfen? Eine Gefahr, die sehr groß ist. Denn die Politiker in Athen, die es mit dem Sparen ernst meinen, stehen unter erheblichem Druck von Seiten der unbekanntes Zeichenvölkerung. Spätestens bei den nächsten Wahlen dürften sie abgestraft werden. Gewinnen werden jene, die es mit dem Sparen eben nicht so genau nehmen. Keine gemeinsame Wirtschaftspolitik. Es gibt Fachleute, die den Euro ohnehin als Fehlkonstrukt sehen. Weil man den politischen Willen hatte, Europa zu einen, wurde so ihr Vorwurf ein System unbekanntes Zeichen geworfen, das die verschiedensten unbekanntes zeichenschaftlichen Wachstumsmodelle und Entwicklungen in ein Korsett gezwängt hat. Das Ergebnis sei eine Währungs Spanien, Deutschland, Frankreich, Irland, Portugal, Groß unbekanntes Zeichen, Britannien, Italien, USA, Griechenland, Japan. Union ohne politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Einheit und erst recht ohne Führung. Deshalb sei es einer unbekanntes Zeichen seit durch die Finanz- und Wirtschaftsunbekanntes Zeichenkrise zu extremen Verwerfungen innerhalb des Euroraumes gekommen, weil die